Bitte. Nach Ihnen. Nein, das war ich nicht. Gut, Sie kommen dann nochmal zum Wahlzeitpunkt. Hey, das Kopfgeld für Bill Cochran. Steckbrief. Es handelt sich um $5,000. In großen Scheinen, Mr. Satana? Oder wollen Sie es lieber kleiner haben? Ist mir egal. Hauptsache, es geht schnell. Ich möchte mich überzeugen, bis Bill Cochran ist. Das Geld her, aber schnell. Los, räum den Geldschrank aus, verstanden? Sonst bist du ein toter Mann.
Los, ihn nach! Halt! Satana hat den Direktor als Geisel mitgenommen. Wenn wir ihn folgen, bringt er ihn um. Dieser Hund. Die sicherste Bank des ganzen Westens. Und dieser mutige Direktor, habt ihr gesehen, wie er gerannt ist, als wir ihn vom Wagen geworfen haben? Er hat Haken geschlagen wie ein Hase. Also das muss ich sagen, du bist ein ganz Ausgekochter. Mir wäre dieser Trick nie eingefallen. Einfach fabelhaft. Die Sache hat prima geklappt. 300.000 Dollar. Hey, warum teilen wir das Geld nicht sofort? Da scheidet allein Satana. Jerry? Ja, Sir. Mein Revolver und mein Pferd. Ich möchte auf die Jagd gehen. Ich möchte sehen. Drei Buben. Drei Damen. Damit wären es 5.000. Möchtest du Revanche haben? Ich möchte schon, aber ich bin leider blank. Schade. Es macht Spaß, mit dir zu spielen. Du hast die nette Eigenschaft, immer zu verlieren. Bleibst du noch ein paar Tage hier? Ich möchte mir nur neues Bargeld holen. Dann können wir von mir aus diese nette Partie fortsetzen. Kannst du dich nicht vorsehen, mein Kopf? Was ist denn heute Abend mit den Hunden los? Ich weiß auch nichts, Herr. Schnell, hol mir mein Gewehr. Was ist los? Wo bleibt denn mein Gewehr? Hier. Komm her, wo ist dir? Satana. Richtig, Sims. Und diesmal bin ich es wirklich. Du hättest dir den Weg hierher sparen können. Ich habe keinen Cent im Hause, das schwöre ich dir. Warum bist du hergekommen? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Warum antwortest du nicht? Hast du immer noch nicht genug? Hat dir der Überfall auf meine Bank noch nicht gereicht? Interessant. Ich bin nämlich nur gekommen, um von dir zu hören, was ich getan haben soll. Die Zeitungen schreiben, dass du mich angeblich erkannt hast. Aber du warst es. Wer soll es sonst gewesen sein? Der gleiche Hut, der gleiche Mantel. Ist das alles? Siehst du? In dieser Aufmachung sieht jeder aus wie Satana. Bist du auch wirklich sicher, dass er pünktlich zu der Verbrennung erscheinen wird, alter Saufsack? Glaubst du, ich spinne? Und weißt du genau, dass nur einer der McDavids dem Sheriff entwischt ist? Natürlich. Glaubst du, ich bin besoffen? Ich habe seit heute Morgen keinen Tropfen angerührt. Gib her!
Hör mal zu, Bandyman. Ich hoffe, du bist wenigstens so rücksichtsvoll, ihn nicht in meiner Gegenwart niederzuknallen. Der Bürgermeister würde es dir sehr übel nehmen, wenn du in diesen friedlichen Ort Krawall anfängst. So meinst du? Bist du noch so voll, dass du nicht mehr weißt, dass du der Bürgermeister wirst, ne? Ach so, stimmt ja. Eigentlich müsste er längst aufgetaucht sein. So nervös. Du ballerst doch sonst nicht gleich los, wenn ein alter Freund von dir auftaucht. Entschuldige, aber ich warte hier auf einen Geschäftsfreund, mit dem ich eine Rechnung zu begleichen habe. Es tut mir leid, dass du Unannehmlichkeiten hast. Er braucht sich keine Sorgen zu machen, solange ich da bin. Das ist der Bürgermeister von diesem Friedhof. Ich habe ihn dazu gemacht. Es ist immer gut, wenn man ein Loch hat, wo man sich ab und zu verkriechen kann. Du verstehst mich doch, oder? Hallo, Bürgermeister. Hallo. Nenn ihn einfach Saufsack. Sag mal, ich habe gehört, du bist seit einiger Zeit ins Bankgeschäft eingestiegen. Das ist ja der Grund, weshalb ich dich gesucht habe, Buddy Ben. Du, alle beide? Saufsack, du hast mir doch erzählt, es würde nur einer kommen. Es tut mir leid, ich muss gehen. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Was ist? Soll ich dir helfen? Danke, halte dich da lieber raus. Das ist meine Sache. Okay. So sieht man sich wieder, Buddy Ben. Ja, tatsächlich. Aber das ist kein Zufall. Ich habe hier auf euch gewartet. Wollen wir wieder ein Ding zusammendrehen? Was Ähnliches. Danke. Saufsack! Sag mal, kannst du nicht bis zwei zählen, du alter Esel? Das hätte leicht ins Auge gehen können. Verrückt, Satana! Ich bin auf der Suche nach einem Zauberkünstler, der mit 300.000 Dollar in einer Rauchwolke verschwunden ist. Ach, der Überfall auf die Northwestern Bank, aber damit habe ich nichts zu tun. Ich hatte gerade im Kitchen gesessen und die beiden Halunken hatten mir das eingebrockt. Ich gebe zu, ich hatte sowas Ähnliches vor, deshalb bin ich auch ausgebrochen. Aber da war schon passiert. Du hast zu der Zeit im Gefängnis gesessen, ein prima Alibi. Hör zu, Satana. Wie wäre es, wenn wir zwei zusammenarbeiten würden? Wenn du auf der Jagd nach deinem Doppelgänger bist, da könnte ich dir vielleicht ein paar gute Tipps geben. Außerdem hängt überall dein Steckbrief. Da musst du dich ein bisschen im Hintergrund halten. Danke, aber den freundlichen Herrn finde ich schon allein. Warte, Satana! Du scheinst mir immer noch nicht zu trauen, aber ich werde dir beweisen, dass ich wirklich dein Freund bin. Der Überfall auf die Bank ist die Arbeit von Fachleuten gewesen. Auf den Einfall mit der Rauchbombe kann nur einer gekommen sein. Das ist die Handschrift von Dynamite Butch. Ich nehme an, du kennst ihn. Mehr möchte ich vorläufig nicht sagen. Was hältst du von dem Tipp? Danke, gar nicht so schlecht. Mach's gut, Buddy. Adios. Was denn? Sag mir, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Er hat die 300 Meter gegangen? Ebenfalls vorläufig nicht.
Warum hast du das getan, Shadow? Warum? Wir waren doch nie Feinde. Ich habe nichts gegen dich, Santana. Aber die Belohnung, die auf deinem Kopf ausgesetzt ist, ich brauchte das Geld. Sag mir, wie hast du mich gefunden? Das war nicht schwierig. Sie haben einen deiner Komplizen gefasst, Bill Cogan. Er ist im Gefängnis. In Hot Iron. Sei ruhig und beweg dich nicht. Ich bringe dich zu jemandem, der dich wieder zusammenpflegt. No, hombre.
Es ist zwecklos. Vicendo. Gibt es keine Hilfe. Deine mit, Butch. Er war auf seinem Gebiet ein Könner, aber sonst dumm wie Bohnenstroh. Du bist leider zu spät gekommen, Satana. Er kann dir nichts mehr sagen, er hat sich aufgehängt. Du irrst dich, Mann hat ihn aufgehängt. Ich habe übrigens eine Neuigkeit für dich. Du wirst dich bestimmt darüber freuen. Und das wer? Sie haben Bill Cochran erwischt. Das wusste ich schon. Ja, dasselbe wollte ich dir auch erzählen. Er war doch ein Kumpel von dir, hä? Das ist wohl ein bisschen übertrieben. Wir haben hin und wieder zusammen ein Ding gedreht. Ich will ihn besuchen, falls es dich interessiert. Alles, was du tust, interessiert mich. Wir zwei sind doch hinter derselben Sache her, nicht wahr? Dann muss ich doch wissen, was du vorhast. Glaubst du, er ist es wirklich? Natürlich ist er es. Sieh dir mal den Hut an und den schwarzen Mantel. Warum nimmst du ihn nicht fest? 10.000 Dollar Belohnung sind noch ein ganz fetter Happen. Erstens bin ich nicht lebensmüde und zweitens möchte ich den anderen keine Konkurrenz machen. Du machst, dass du wegkommst. Weiter zu spielen? Darf ich bitten? Nehmen Sie wieder Platz. Hallo, ihr versäumt ja das Beste. Nun, ich warte. Das ist deine Mitwutsch. Sie sind doch der Herausgeber der hiesigen Zeitung, nicht wahr? Ich würde mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Mindesteinsatz sind 20 Dollar, nach oben ohne Limit. Hey, ihr werdet's nicht glauben, der da draußen auf dem Pferd ist gar nicht Satana, das ist ein Toter. Was ist los, seid ihr schwerhörig? Der da draußen ist nicht Satana. Ich gebe dir den guten Rat, bleib wo du bist. Ich sag dir schon, wenn's soweit ist, dann kannst du den Sheriff rufen. Ich möchte ein neues Kartenspiel. Ein neues Kartenspiel? Bitte. Also nun zu uns beiden. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher. Was wollen Sie wissen? Vor ein paar Tagen ist Bill Cochran verhaftet worden. Stimmt das? Ja, natürlich. Ich habe in meiner Zeitung als erster darüber berichtet. Sie sind gut informiert. Ja, allerdings, wenn Sie sich für meinen Bericht interessieren. Danke. Ich interessiere mich nur für Bill Cochran. Ah, für Cochran, ich verstehe. Er sitzt im Gefängnis. Hier, in Hot Iron. Ich bringe 20 Dollar. Zwei Karten.
Ich auch. Drei. Ich nehme keine. Ist Cochran verwundet? Ja, sicher, aber nur leicht. Der Hilfs-Sheriff hat seine Bewachung übernommen. Der Sheriff und drei andere Männer sind weggeritten, um sie zu suchen, Satana. Satana! Man soll nie dem Schein trauen. Jetzt kannst du von mir aus gehen und den Sheriff rufen. Wollen wir weiterspielen, Gentlemen? 50 Dollar. Sehen. 200. Die und noch 300. Dann passe ich. Ich auch. Ich möchte sehen. Vier dann. Das ist ja eigenartig. Dann müssen in dem Spiel fünf Damen sein. Ich habe nämlich einen Royal Flush. So leid es mir tut, Gentlemen, aber ich muss gehen. Ein Gefangener wartet auf mich. Nicht so eilig. Glaubst du, wir lassen uns ausnehmen? Rücke fällig das Geld wieder raus. Du bist ein raffinierter Falschspieler. Ihr habt falsch gespielt. Aber Falschspieler leben nicht lange. Jetzt haben wir dich. Diesmal wird es dir nicht gelingen, dem Galgen zu entkommen. Sind Sie davon überzeugt? Anscheinend sind Sie ein Optimist. Ruhig weiter. Hör zu, Satana. Dieses gemeine Schwein hat mich dran gekriegt. Als es um die Teilung der Beute ging, hat er alle umgelegt. Ich schwöre dir, ich weiß nicht, wo das Geld ist. Wirklich nicht. Los, sag mir, wer dahinter steckt. Vorwärts, raus damit, wird's bald. Wenn ich es dir sage, lässt du mich verrecken. Du weißt genauso gut wie ich, dass sie mich hängen werden. Hilf mir hier raus. Dann bringe ich dich zu ihm. Wohin? Nach Poker Falls. Ah.
Hallo, Sheriff, ich bin's nicht gewesen. Sie können sich überzeugen. Buddy Ben, ich habe geglaubt, sie hätten dich schon aufgehängt. Ich habe hier auf dich gewartet, weil ich dir helfen möchte. Was, mir? Ich bin mit der Hälfte der Belohnung zufrieden. Nein. Ich will das Kopfgeld auf Satana allein kassieren. Ich bin habgierig. Überleg dir meinen Vorschlag nochmal. Auch für einen Aasgeier wie dich ist die Hälfte der Belohnung immer noch besser als gar nichts. Sehr witzig. Wollen wir wetten, dass ich mehr Glück habe als du? 10-1. Okay, ich fürchte nur... Wir wirst noch eines Tages dein eigenes Grab schaufeln, wenn du nicht mit dem verdammten Wetten aufhörst. Ich kann es eben nicht lassen. Adios. Ja, geht rein. Kopf oder Schrift? Kopf. Du hast gewonnen. Buddy Ben. Dass dieser Landstreicher immer so ein Glück haben muss. Du hast im Gefängnis Bill Cochran ermordet und Satana befreit. Dafür werden wir dich jetzt an ihrer Stelle aufknüpfen. Los, her mit deinem Revolver. Werf die Waffen weg. Aber vorsichtig, dass er nicht aus Versehen mit dem Finger in den Abzug kommt. Du da hinten auch, weg mit dem Schießeisen. Und jetzt hört gut zu. Ich möchte in aller Ruhe zu meinem Pferd gehen. Rührt euch nicht vom Fleck. Sonst puste ich ihm die Ohren durch. Lass doch die Dummheiten. Sagen Sie mal, Sheriff, warum sind wir eigentlich weg aus Hot Iron? Nur in deinem Interesse, Satana. Du weißt wohl nicht, dass die Kugel, die Cochran traf, dir gegolten hat. Du musst uns im Grunde dankbar sein, dass wir dich wegbringen. So kann dich wenigstens keiner von den Kopfjägern erwischen und du wirst nur aufgehängt.
Willkommen bei Mamacita, Senores. Sehr vernünftig von euch, hier Station zu machen. Ich habe Bohnen mit Speck, Bohnen mit Paprika und Bohnen in Hammelfett. Wie wollt ihr sie gerne essen? In Ruhe, wenn es möglich ist. Und ich? So kann man da nicht essen. Nichts zu machen. Sieh zu, wie du zurechtkommst. Die Dinger bleiben dran. Hey. Warum so ängstlich? Ich bin immer dafür, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Man kann nie wissen. Ich bin vorsichtig. So, hier bringe ich Ihnen die Bohnen, Senores. Zum Teufel soll das? Du hast wohl Angst, dass du auch einschläfst, was? Das könnte dir wohl so passen, ne? Unsere Wege werden sich sowieso bald trennen. Nicht, dass ihr mir unsympathisch seid, aber ich muss weiter nach Süden. Bei mir wirst du kein Glück haben. Ah. Du kannst aber gut mit den Karten umgehen. Danke. Ich kann noch was Besseres. Ah ja? Setz dich. So, und jetzt, Amigo, pass gut auf. Hier habe ich sie. Soll ich dir beibringen, wie man's macht? Oh ja. Hier. Mischen. Ah, ein bisschen schneller. Noch schneller, versuch's. Bravo. Und jetzt leg sie auf deine Handfläche. Du darfst dabei nicht auf die Hände sehen, sieh mir ins Gesicht. Ja, so. Und jetzt zieh mal runter. Aber... Amigo, mach dir nichts draus. Du hättest es sowieso nie im Leben gelernt. Was ist denn los? Nichts! Schlaf weiter. Auf einem Stuhl zu schlafen ist doch sehr unbequem, Senor. Oben bei mir ist es viel gemütlicher. Und morgen früh bringe ich dir das Frühstück ans Bett. Morgens trinke ich nur Kaffee, weiter nichts. Aber niemals im Bett. Thank you.
Full mit Damen. Mit Königin. Spielen wir weiter? Ich bin völlig ausgemistet. Halt, hier habe ich noch was. $30. Ich eröffne 2 Karten. Ich gehe mit, für mich auch 2. $500. Sie haben doch eben gesagt, Sie haben nur noch 30. Tut mir leid. Ah, wenn Sie noch Reserven haben? Ja, die habe ich. Na los, Liebling, wach auf, sonst muss ich deinen Freund leider umbringen. Los! Keine feine Art, sich die Reisespesen zu beschaffen. Ich bitte Sie, tun Sie meinem Freund nicht weh. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn ich schieße, tue ich niemand weh. Bei mir sind alle gleich tot. Nein, bitte nicht. Jim, sei vernünftig. Gib ihm sein Geld zurück. Und jetzt tauscht er 2 die Plätze. Eine Kammer ist bei mir immer leer. Dadurch habe ich Zeit, mir die Sache zu überlegen. Ich bin so impulsiv. Niemand da! Los, rauskommen! Los, lad die Burschen auf. Wir bringen mindestens $1000 Kopfgeld. Okay. Das war fantastisch. Ich habe noch nie jemand so schnell schießen sehen. So, jetzt bin ich wieder bei Kasse. Wir können weiterspielen. Aber bitte ehrlich. Hallo, Mero. Ich brauche mal wieder ein paar neue Würfel. Aber die guten, hörst du? Die guten, habe ich gesagt. Hörst du schwer? Die kosten $50. Das ist alles, was ich habe. Du alter Halsaufschneider. Na, hast du wieder mal einem das Fell über die Ohren gezogen? Ich brauche eine Auskunft von dir. Bei dem Überfall auf die Northwestern Bank hat einer der Verbrecher etwas verloren, das genauso aussieht wie die Spezialtrommel meines Revolvers. Es dient gegen mich als Beweisstück.
Es gibt nur einen, der diese Dinger nachmachen kann, und zwar du. Wie kommst du auf diese Idee? Ich habe nichts damit zu tun. Wie kannst du mir sowas zutrauen? Gerade mich kannst du nicht täuschen. Für wen hast du so ein Ding gemacht? Lass mich in Ruhe und verschwinde. Wenn du nicht die Wahrheit sagst, trifft dich der nächste Pfeil ins Auge. Also gut, ein paar von den Dingern hat Baxter Rand gekriegt. Du weißt doch, der Besitzer des Spielsalons. Und dann habe ich noch einige an ein paar Fremde verkauft. Das ist die Wahrheit, Satana. Ich müsste dich eigentlich umbringen. Aber ich verspreche dir, ich hole es nach, wenn du mich belogen hast. Gefällt es Ihnen? Ich bin Baxter Rett, mir gehört dieser Laden. Interessieren Sie sich für Kunst? Das Bild gefällt mir. Ihr Fräulein Mutter? Meine Frau. Sie ist mit dem Maler durchgebrannt. Ich habe die beiden ins Paradies geschickt. Wie passend. Haben Sie Lust auf eine Partie Poker? Nein, ich sehe lieber zu. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Bei mir kann sich jeder amüsieren, wie er will. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob die Sache nicht endlich klappt. Das wäre doch gelacht. Zwei, rot, her. Weißt du was dagegen, wenn ich hier ein bisschen Gesellschaft leiste? Nein, absolut nicht. Nichts geht mehr. Der Janne war blöd. Nichts geht mehr. Bitte nicht mehr sitzen. Drei, rot, ungerade. So ein Dreck. Aber das kann doch nicht mit Recht sein. Also ich höre auf. Solche Männer wie du gefallen mir. Übrigens, ich heiße Rebecca. Komischer Name, findest du nicht? Aber mein Vater war ein fleißiger Bibelleser. Ich finde, dann hätte er dich besser Salome nennen sollen. Ich habe das Gefühl, du bringst mir Glück. Bitte, das Spiel zu machen. Keine Lust zu spielen? Ja. Das Spiel ist gemacht. Nichts geht mehr. Janne war blöd. Was ist denn hier los? Dem Ärmsten tun wohl die Hühneraugen weh. Zahlt dem Herrn seinen Gewinn aus. Ich hoffe, jetzt sind Sie zufrieden. Es war mir ein echtes Vergnügen. Wiedersehen. Das Spiel geht weiter.
Moment. Ich bin extra gekommen, um euch zu sagen, dass ich... Versprochen, dafür zu sorgen, dass Satana nie noch Poker vor es kommt. Ich kann nichts dafür. Ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat. Ich habe mein Möglichstes getan. Was, du kannst uns viel erzählen, du Flasche. Du hast versagt. Sorg dafür, dass Satana aus dem Weg geräumt wird, sonst bist du dran. In dieser Bruchbude ein sauberes Zimmer? Ein sauberes Zimmer? Wir sind das sauberste Hotel im ganzen Westen. Du kannst Zimmer 10 haben, kostet $2, aber im Voraus, wenn ich bitten darf. Mike, bring den Gentleman nach oben. Wird gemacht. Du hast mir doch versprochen, dass das Zimmer sauber ist. Ja, ja, sofort. Herein. Nicht schießen. Ich bin der Sheriff. Mach dir keine Sorgen wegen des Sterns, ich trage ihn nur zur Zierde. Hört, hört. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass der Kerl hier auf dich gewartet hat? Er heißt Walker und war ein Kopfgeldjäger. Ich glaube kaum, dass er sich mit seinem richtigen Namen in das Gästebuch eingeschrieben hat. Walker ist Linkshänder gewesen. Ich habe ihn gekannt. Er hat zwar einen falschen Namen ins Gästebuch eingetragen, aber mit der rechten Hand. Du merkst aber auch alles, da sieht man mal wieder, wie gut dein gesundes Misstrauen ist. Aber hier in Poker Falls hast du nichts zu befürchten. Wir haben alle Dreck am Stecken. Wer auf Kopfgelder aus ist, kann hier Millionär werden. Und ein Sheriff? Ich meine natürlich ein Ehrlicher. Taucht er nicht auch manchmal hier auf? Das schon. Er landet auf dem Friedhof. Hör mal zu, Satana. Hier bei uns musst du Geld haben und darfst keinem in die Quere kommen. Hier sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und der Sheriff macht dabei keine Ausnahme. Auch wenn ich hier... der Einzige bin, der keinen Cent in der Tasche hat. Deshalb behandelt man mich hier auch wie den letzten Dreck. Das ist überall auf der Welt dasselbe. Wenn du Geld hast, kannst du die Puppen tanzen lassen. Aber wehe, du bist ein armer Hund, dann bist du verraten und verkauft.
Übrigens, was ich dich fragen wollte. Ich habe gehört, dass vor einiger Zeit mein Freund Bill Cochran hier gewesen ist. Bill Cochran? Ja, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er Rausschmeißer in einem Spielsalon. Er hat für den Richter gearbeitet. Wer in Pokerforce Arbeit sucht, der kommt beim Richter bestimmt unter. Sieh mal, die Postkutsche. Hey, sag mal, seit wann fährt denn die Postkutsche bis Poker Falls? Seit heute. Einer der Reisenden hat darauf bestanden und ich konnte nicht Nein sagen. Weg da. Lass mich mal ran. Die Männer sind da, Boss. Wissen Sie Bescheid? Ja, ich habe Ihnen gesagt, dass du Leute brauchst, die ordentlich zuschlagen und schnell schießen können. Also rein mit Ihnen. Los, fahren! Schnall mir eine, hierhin. Der taugt nichts. Den nächsten. Was ist? Wo bleibst du denn? Also? Dann lass mal hören. Kannst du mit dem Schießeisen umgehen? Es geht. Das sagt ihr alle. Und hinterher zeigt sich, dass ihr Flaschen seid. Ich kann nur Leute gebrauchen, die was auf dem Kasten haben. Verstanden? Donnerwetter nochmal. Wie heißt du denn? Und ich dachte immer, man kennt mich in dieser Gegend. Solltest du wirklich noch nie von mir gehört haben? Ich habe hier etwas, was Bill Cochran gehört. Soviel ich weiß, arbeitet er hier. Das stammt wohl von dem Überfall auf die Northwestern Bank. Es stimmt, Bill Cochran hat vor einiger Zeit für mich gearbeitet. Dann ist er plötzlich verschwunden, hat sich nicht mehr sehen lassen. Ich weiß nicht, wo er im Moment steckt. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich das Geld für ihn aufhebe. Ich sorge dafür, dass es bekommt, wenn er ein Lebenszeichen bekommt. Es dürfte ihm leider ziemlich schwer fallen, ein Lebenszeichen von sich zu geben. Jedenfalls ist es sehr nett von dir, dass du dir die Mühe machen wolltest. Übrigens, hat Bill Cochran zufällig noch mehr so gute Freunde in Poker Falls? In Poker Falls gibt es keine Freunde. Weg von der Straße! Es gibt eine Schießerei! Komm schnell!
Idiot hinterher. Der darf auf keinen Fall entwischen. Vorwärts zu den Pferden. Hey, hey, hey. Erledigt! Der schießt nicht mehr! Ich habe ihn erledigt! Mal bist du mit heiler Haut davon gekommen. Aber jetzt ist das aus mit dir. Jetzt rechnen wir ab. Hendo. Umdrehen. So, und jetzt schicke ich dich zur Hölle. Ah! Satana gehört mir. Freu dich nicht zu früh, Hot Dad. Ich habe eine lange, unbequeme Reise gemacht, um dich zu erledigen. Ich würde mich sehr ärgern, wenn mir ein anderer zuvorkäme. Mal sehen, ob du mir Glück bringst. Du scheinst deiner Sache sehr sicher zu sein. Aber noch hast du das Spiel nicht gewonnen. Das klingt ja beinahe wie eine Drohung, Satana. Und Drohungen wirken auf mich genauso wie das Spiel. Aufreizen. Da ist noch eine andere Sache, die wir bereinigen müssen. Was du nicht sagst, wenn ich dir dabei behilflich sein kann? Ich schulde dir immer noch 5.000 Dollar. Ach ja, ich weiß. Von der netten Pokerparty vor 5 Jahren. Ja, genau. Diese Schulden liegen mir seit damals schwer im Magen. Ich möchte nicht, dass man sagt, ich hätte dich umgebracht, weil ich nicht zahlen wollte. Eine noble Geste. Ich schlage vor, wir spielen die 5.000. Wenn du gewinnst, sind wir quitt und der Fall ist erledigt. Wenn du verlierst, bist du mir 10.000 schuldig? Ja. Ja, die Idee ist gut. Drei.
Ich wusste gar nicht, dass du unter die Falschspieler gegangen bist, Hot Dad. Das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Ich bin kein Falschspieler. Ich habe nur Spaß gemacht. Und jetzt schuldest du mir leider 10.000 Dollar. Sind wir quitt? Warst du so sicher, dass du sie kassierst? Das habe ich dir doch eben gezeigt, oder? Mein Lieber, du hast nur gewonnen, weil ich der geborene Pechvogel bin. Warum so pessimistisch? Du bist kein Pechvogel. Ich bin überzeugt, auch dir wird mal ein Falltreffer gelingen. Du hast mir Glück gebracht. Na, ich hab's doch gleich gesagt. Du bist gar nicht so ein großer Pechvogel, wie du glaubst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Kann ich jetzt endlich erfahren, was du hier willst? Ach, du würdest es mir doch nicht glauben. Los, mach's nicht so spannend. Wenn ich nicht wüsste, dass Satana vor mir steht, würde ich jetzt sagen, dass Satana hinter dir her ist. Ein Kerl in schwarzer Kleidung, der ebenso aussieht wie du. Er soll dir direkt zum Verwechseln ähnlich sehen. Das muss derselbe sein, der das Ding mit der Northwestern Bank gedreht hat. Warum will er dich dann noch umlegen? Bis jetzt ist doch sowieso alle Welt davon überzeugt, dass du es gewesen bist. Stimmt, nur dass ich es nicht war. Du hast recht. Wenn es ihm gelingt, dich zu beseitigen, kann er sich mit seinen 300.000 Dollar zur Ruhe setzen. Der Sheriff. Ich habe erfahren, dass Hot Dead Omero Crow erschossen hat. Kannst du mir den Grund dafür sagen? Das soll doch hoffentlich kein Verhör sein. Oder etwa doch. Am Ende glaubst du, wie alle anderen, dass Satana weiß, wo die 300.000 Dollar geblieben sind. Ihr müsst mich verstehen. Immerhin ist ein Mann erschossen worden. Und ich bin der Sheriff hier. Stunde hat geschlagen. Dreh dich um und sieh mich an. Meinst du mich? Mein mich. Kannst du mir sagen, warum du mich umbringen wolltest? Na, weil du meinen Bruder auf dem Gewissen hast, Slam. Shotgun. Den habe ich nie im Leben gesehen. Schwörst du es? Ich schwöre es. Dann hat mich dieser Lumpenhund angelogen. Oh.
mal an, der ehrbare Richter ist unter die Diebe gegangen. Wir haben Besuch. Dieser Ehrenmann hat hier rumgeschnüffelt. Mach, dass du wegkommst, aber Dalli. Wird's bald. Was soll das? Warum hast du ihn laufen lassen? Der Herr Lunke ist vorläufig uninteressant. Komm, wir müssen einen Besuch auf dem Friedhof machen. Hier liegt also Slim Shotgun. Ja, und das hier hat ihm gehört. Noch in tadellosem Zustand. Ah, eine hübsche Waffe für einen Scharfschützen. Damit kann man durch das Fenster einer Gefängniszelle schießen. In Hot Iron, meinst du? Oh. Weißt du, Buddy Ben, ich bin mir immer noch nicht darüber im Klaren, wer die 300.000 Dollar hat. Der Richter weiß bestimmt nicht, wo sie sind, sonst wäre er nicht in mein Zimmer gekommen, um dort rumzuschnüffeln. Und was jetzt? Was jetzt? Jetzt machen wir zwei einen Besuch im Spielsalon. Ah, wie du meinst. Na? Raus mit der Sprache, mein Goldjunge. Na los! Wieso ist Tracy Decker nicht mehr Besitzer dieser gottverdammten Spielhölle? Na? Tracy Decker war alt und müde. Vor ein paar Wochen kam Baxter Red nach Poker Falls und hat ihm den Laden für 150.000 Dollar abgekauft. Na, da muss er ja ganz schön Geld haben, dieser Baxter Red. Na schön, rien ne va plus für heute. Da hast du was für deine Sparbüchse. Hier, Sheriff. 30 Silberdollar. Genauso viel, wie Judas bekommen hat. Was soll das? Was wollt ihr überhaupt? Wollt ihr mich beleidigen? Warum hast du Slim Shotgun umgebracht? Nein, nicht. Lass das. Ich weiß nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn du nicht mit der Wahrheit rausrückst, gibst du abends eine Sonne, Sheriff. Baxter Red steckt dahinter. Er hat mir 1000 Dollar dafür gegeben. Na also. Was? Ist das auch wirklich wahr? Ja. Baxter Red. Dann richte ihm aus, dass ich ihn heute Abend zu einem kleinen Privatgespräch erwarte. In der verlassenen Kirche. Das wird ihm sicher zusagen. Was meinst du, wie viele Leute er mitbringen wird, die mich von hinten abknallen sollen? Er nimmt gewöhnlich mindestens zwei mit. Und du? Auf welcher Seite stehst du? Ich auf keiner, Satana. Ich warte erst ab, wer siegt. Du nicht mit? Nein, ich halte mich raus. Das könnte dir so passen, Sheriff. Du hast mir die Sache eingebrockt. Nein, deine verdammte Habgier, Baxter. Niemand hat dich gezwungen, in das Geschäft einzusteigen. Du hast von Anfang an das Risiko gekannt.
Los! Passt auf, oder ihn schießt. Mit dem Revolver. Nervös, Baxter Red? Hat dir die Musik etwa nicht gefallen? Ich habe fast den Eindruck. Jedenfalls macht er ein ganz gequältes Gesicht. Warum schießt du nicht? Worauf wartest du? Schieß doch! Das kommt noch früh genug. Aber vorher schreie. Na los! Mach schon. Du sollst schreien. Vorwärts! Ein bisschen lauter. Komm raus, du feiger Hund! Ich weiß, dass du hier bist. Ich habe dich immer für einen Gentleman gehalten, Satana. Wie kann man sich nur so gewöhnlich ausdrücken? De Guayo. Dich habe ich ja nicht erwartet. Eine nette Überraschung. Du bist gekommen, um mich umzubringen, nehme ich an. Erraten. Auf diesen Augenblick habe ich schon lange gewartet, Satana. Also los, fangen wir an. Du machst einen Fehler, De Guayo. Ich glaube, wir sind nur Marionetten, die von einem anderen gelenkt werden. Das interessiert mich nicht. Ich bin Kopfgeldjäger. Mich reizt nur die Belohnung, die ich für deinen Kopf kriegen kann. Also gut, Diego, ich stehe dir zur Verfügung. Erinnerst du dich an die Uhr?
Ja, die wolltest du mir schenken. Damals, als wir beide gemeinsam hinter Lancasters Bande her waren. Stimmt, genau. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt stehen wir auf verschiedenen Seiten und ich werde dich umbringen. Ich werde langsam bis 10 zählen. Dann ziehen wir. Einer von uns wird in der Hölle landen. Adios, Sartana. Gute Reise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt bist du dran, du Schuft. Die Partie ist noch nicht zu Ende. Bravo, Sartana. Du bist mir auf die Schliche gekommen. Gratuliere. Habe ich meine Rolle als Sartana bei dem Raubüberfall nicht fabelhaft gespielt? Beinahe hätte es geklappt. Aber noch ist... Kann ich endlich einen Tisch machen? Vorwärts, pack aus. Ihr wisst ja bereits mehr als ich. Mit welchem Geld hast du diesen Laden gekauft? Ich nicht. Sondern der da mit seinem Anteil aus dem Bankraub. Ich bin nur sein Strohmann. Der Fehler war, dass Cochran damals am Leben geblieben ist. Deshalb hat der Sheriff ihn im Gefängnis umlegen lassen. Aber leider ein paar Sekunden zu spät, sonst wärst du niemals nach Poker Falls gekommen. Ein Jammer, das Ganze. Das kann ich nur unterstreichen. Ich könnte vor Wut weinen. Die ganze Zeit habe ich gehofft, ich würde endlich mal 300.000 Dollar an Land ziehen. Und stattdessen kriege ich nur diese lumpige Belohnung von 10.000. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich muss Sie leider an einem Feiertag stören, Mr. Sims. Ich hatte vollkommen vergessen, dass heute Sonntag ist und die Banken aus diesem Grunde geschlossen haben. Aber ich habe mir gedacht, Sie sind bestimmt damit einverstanden, dass ich ihn hierher bringe. Morgen wird er vielleicht nicht mehr so frisch sein. Eine Leiche wie die hier muss man gut behandeln, ist immerhin 10.000 Dollar wert. Ich kann Ihnen sagen, das war vielleicht ein Gemetzel, bevor ich ihm das Lebenslicht ausgeblasen habe. Da musste als erster Shadow dran glauben, Sie kannten ihn doch. Dann De Guigio, der Kopfgeldjäger, und Sheriff Fischer von Poker Falls, um nur ein paar Namen zu nennen. Bravo, bravo. Ein paar Halsabschneider weniger auf der Welt. Sehr richtig. Sie haben den Nagel auf den Bocken getroffen. Eine Bande von Halsabschneidern weniger. Ich gebe Ihnen sofort die 10.000 Dollar Belohnung. Die Rechnung stimmt leider nicht. 10.000 plus 300.000 müssen es sein. Der Direktor der Northwestern Bank ist anscheinend ein bisschen schwach in Mathematik. Bravo. Kommen Sie her. Und jetzt schreibst du einen ausführlichen Brief an den Richter. Und was soll ich schreiben? Was Sie hinter der ganzen Sache gesteckt haben. Hinter dem Raubüberfall auf Ihrer Bank. Und wenn ich mich weigere, das zu schreiben? Dann müssen Sie sterben. Sei vernünftig. So wanderst du nur ein paar Jährchen ins Gefängnis. Die Sache lohnt sich. Schreiben Sie sie, Halunke. Alles schön der Reihe nach. Erzählen Sie, wie Ihnen die Idee gekommen ist, sich mit Sheriff Fischer zusammenzutun. Dass Sie der Kopf des Unternehmens waren und er Ihre Befehle ausgeführt hat. Der Überfall hat nur geklappt, weil der Direktor persönlich ihn organisiert hat. Raffiniert ausgedacht. Fischer war Ihr Handlanger, aber er musste den schwersten Teil der Arbeit tun.
Während Sie den Rahmen abgeschöpft haben. Vor allem musst du schreiben, dass Satana unschuldig ist. Schreib, er ist ein Ehrenmann, dem ihr den Raub anhängen wolltet. Da wird's bald. Satana, du bist doch so ein Ehrenmann. Kannst du mir sagen, warum wir die 300.000 Dollar mitgenommen haben? Was willst du eigentlich? Hast du jemals von einem Gesetz gehört, das es verbietet, einem Gauner seine Beute abzujagen?